Die meisten Lebensmittel hierzulande sind mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen. Salz zum Beispiel. Salz ist tausende Jahre alt und plötzlich hat es ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Wir gehen mal der Frage nach, wie sinnvoll es wirklich ist. Ich habe gesagt, es kommt aufs Produkt drauf an. Bei manchen Produkten ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn man weiß, wie lange hält es oder wie lange nicht. Und bei anderen Produkten, glaube ich, kann das Produkt durchaus haltbar noch sein. Ich finde es schon sehr sinnvoll, weil ich kann sehen, ob die Ware noch gut ist oder schlecht. Es ist eigentlich nur für die Geschäftel gut, finde ich, aber wegschmeißen will ich es deswegen nicht. Kann man trotzdem noch weiterhin essen, ein paar Tage. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt an, bis zu welchem Termin ein Lebensmittel bei sachgerechter Aufbewahrung auf jeden Fall ohne wesentlichen Geschmackseinbußen sowie gesundheitliches Risiko zu konsumieren ist. Es wird vom Hersteller bestimmt. Es gibt eine Richtlinie, was ein Senf erfüllen muss im Sinne seiner Zusammensetzung, wie er auszusehen hat. Aber jetzt vom qualitativen Standpunkt her definiert eine Firma wie Mautner Markov eine bestimmte Qualität, die sich unsere Konsumenten von Mautner Markov erwarten. Und wir gewährleisten mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, dass es über diese Zeit diesen Qualitätsanspruch erfüllt. Es ist sehr oft so, dass es hier nur teilweise um Sensorik geht und keine maßgeblichen Dinge passieren, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. In der Lebensmittelversuchsanstalt in Klosterneuburg werden Produkte getestet und begutachtet. Dabei verlässt man sich nicht nur auf teure Geräte und Laboruntersuchungen, sondern vor allem auch auf die Sensorik. Das bedeutet den Seh-, Geruchs- und Geschmackssinn der Mitarbeiter. Überprüft werden die Nährwertangaben genauso wie Geschmack, Konsistenz und Aussehen der Produkte. Meist finden diese Tests bei Lebensmitteln statt, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum gerade erreicht ist. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist aus Sicht des Unternehmers, der das Produkt in Verkehr setzt, eine sehr, sehr starke Orientierung für den Konsument, wie lange das Lebensmittel in optimaler Zusammensetzung, in optimalen Erscheinungsbild für den Konsumenten zum Genuss zur Verfügung steht. Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt nicht, dass nach diesem Datum das Produkt nicht mehr verzehrsfertig ist. Die Verantwortung geht da vom Inverkehrsetzer, Produzent, Händler auf den Konsumenten über. Jeder Konsument sollte nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums selbst entscheiden, ob er das Lebensmittel noch genießt oder nicht. Heute noch hui, morgen pfui, so schnell geht das wohl nicht. Die meisten Lebensmittel sind noch einige Zeit nach dem Ablauf des MHD genießbar, wenn man sie ordnungsgemäß lagert. Der Zeitpuffer ist dabei sehr unterschiedlich. Grundsätzlich gilt, je größer der Haltbarkeitszeitraum, desto länger kann das Produkt auch darüber hinaus verzehrt werden. Milch, Käse, Aufstriche, Wurstwaren, abgepackte Sandwiches, gekühlte Teige und verpackte Salate halten ein paar Tage länger. Eier, Würstchen, geräuchertes Fleisch oder Fisch, Milchprodukte sowie Gewürze sind auch nach Wochen noch okay. Cornflakes, Müsli, Ketchup, Öle, Salatdressings, Kaffee, Trockenteige, Fertigsugus, Backerfix, Marmelade, Mehl, Süßigkeiten, Cola, Fruchtsäfte und Bier genießt man noch Monate. Auch Tiefgekühltes hält einige Monate länger. Konserven, ob mit Fisch, Obst, Gemüse oder Fleisch, Soßen, Senf und süße Gummiwaren sind oft Jahre danach noch zum Verzehr geeignet. Essig, Salz, Reis und Nudeln halten gar Jahrzehnte. Frisches Brot und Gebäck, Gemüse, Obst, Zucker sowie alkoholische Getränke über 10% müssen mit keinem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen werden. Frisches Fleisch oder frischer Fisch haben kein Ablaufs-, sondern ein Verfallsdatum. Sie besitzen die Aufschrift zu verbrauchen bis. Datum einhalten, sonst wird's gesundheitsschädlich. Nun haben wir noch ein paar Tipps und Tricks, wie man Lebensmittel richtig aufbewahrt und wie man sie länger genießen kann. Offene Packungen verderben schneller. In Behälter umfüllen und am besten in den Kühlschrank oder gleich ins Gefrierfach. Dann halten sie wesentlich länger. Prinzipiell gilt, je frischer das Produkt beim Einfrieren, desto länger ist es haltbar. Kartoffeln lieben Äpfel.
Bewahrt man sie gemeinsam auf, fangen die Kartoffeln erst später an zu treiben. Brot wickelt man am besten in ein Geschirrtuch und dann in ein Papiersackerl. Wenn es dann immer noch zu ausgetrocknet ist, hält man es kurz unter die Wasserleitung und dann ab ins vorgeheizte Backrohr. Dann ist es wieder fast wie frisch. Eier legt man in eine Schüssel Wasser. Schwimmen sie, dann weg damit. Ansonsten sind sie unbedenklich. Die Verschwendung von Lebensmitteln ist das, was wir alle eigentlich verhindern müssen. Das ist nicht wegen einem MHD. Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt nichts darüber aus, ob man das Lebensmittel wegschmeißen muss. Mit Lebensmitteln sorgsam umgehen, sie richtig lagern und vor dem Verzehr die Sinne aktivieren. So lautet die Devise. Das ist ökonomisch und schont das Geldbörserl.